Boah, was war das? Muss man hier runter? Scheint so. Ja, warum kommt der jetzt erst runter? Ja. Hier kann man nirgends lang, ne? Nein. Also wieder durch die Tunnel. Na, die voll fette Ratte. Oh. Das ist nicht gut, wenn der Bildschirm so flackert. Ist gar nicht gut. Menschen hier. Oder zumindest was man als Mensch bezeichnen kann. Jetzt geht's hier hoch. Geht's denn hier lang? Nein. 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 Da. Gänsehaut. Oh, da liegt eine Rüstung, die nehmen wir mit Freunden mit. Haben wir hier irgendwo vielleicht schon ein paar Gegner? Nee, wa? Hier lag da noch was. Oh, wunderbar. Sturmgewehrmunition. Ah, jetzt könnte aber gleich wieder was passieren. Nein, nein, nein. So, du. Oh. Von wo? Ach, da. Na, kommen jetzt zwei um. Die liegen hier auch wieder gut. Irgendwie zielt der ungenau gerade hier. Was haben wir denn noch hier? Ja, alles nur Müll. Wir können das mit dem hier drauf ballern. Den haben wir. Hier war doch noch irgendwo einer. Ach, der hier. Okay. Ui, oh, unser. Ach, hier sind Granaten. Hä? Voll? Tatsächlich. War hier nicht. Ach nee, dann müssten wir zurückgehen. Aber da liegt ein Medipack, wa? Ja. Dann nehmen wir eins und das nehmen wir mit. So. Ja, Splittergranaten sind voll, das ist blöd. Müssen wir mal schauen, dass wir die zwei jetzt vielleicht verballern und die anderen zwei dann nach vorne mitnehmen. Irgendwie jedenfalls. Mal gucken. Was liegt hier noch? Pistole. Ja, ich glaube, ich gehe nicht nochmal zurück. Oh, hier liegt noch was. Panzerung und was war das? Eine Mine, glaube ich, ne? Mine. Hier ist nichts mehr. Irgendwie ist das alles ziemlich ruhig hier gerade. Und die haben wir erwischt.
Den haben wir auch erwischt. Aber das ist nicht alles. Oh. Der mit seiner Waffe ist ja ekelhaft. Uiuiui. Geht ja gut ab. Und jetzt nochmal. Reinballern. Boah, jetzt haben wir's. Oh Gott, hier war eine Granate. Jetzt stirb. Geh auch nochmal. Oh, wunderbar. Das war ja gerade ekelhaft. Was hat denn der uns da beschossen? Kann man die mitnehmen? Laser. Ich weiß gar nicht, werden wir so viel davon haben. Hübsch. Können sie auf jeden Fall mal ausprobieren. Da geht's als nächstes rein. Was haben wir hier unten noch? Oh, hier haben wir wieder eine Rüstung. Das ist super. Und zwei Brandgranaten. Wir probieren mal den Laser aus. Mal schauen. Beckett, ich glaube, ich habe was gefunden. Halfords Daten zeigen einen Versorgungstunnel der Armekim von der Klinik bis nach Still Island. Die U-Bahn-Linie schneidet diesen Tunnel nahe King Street. Dieser Tunnel ist unsere Chance. Mhm, okay. Komme ich hier lang? Nee. So. Oder besser gesagt, blockiert. Hier lang. Oder? Ja. Was? Was? Oh Gott. Oh. Hä? Oha. Wo ist der? Guck mal, vielleicht. Was ist denn hier passiert? Ey, ist ja der Wahnsinn. Vielleicht hat man ja doch mal die andere aufheben sollen. Lag hier noch irgendwo was? Nee, ne? Doch, hier liegt noch ein bisschen was. Sturmgewehrmunition ist immer gut. Und ansonsten. Ne, hier ist nichts mehr. Die Waffe ist ganz gut, aber leider, glaube ich, gibt es dafür nicht so viel Munition. Und hier mal wieder ein bisschen was, das ist gut. Pistole braucht man eh nicht. Sturmgewehrmunition, wir gehen mal hier oben gucken. Man weiß ja nie, was man hier noch so Feines findet. Munition. Gut, die haben wir erledigt. So. Ja, hier haben wir noch eine Rüstung. Wunderbar. Und hier haben wir noch wieder etwas zum Lesen. Problembehandlung für die Shark FL3 Laserwaffe. Ach, das ist die, die wir jetzt haben. Symptom, der Strahl ist matt und schneidet nicht durch weiche Ziele. Aha, okay. Mögliche Ursache, geringer Batteriestrom, Lösung, Batterien aufladen oder ersetzen. Wie ladet man die denn auf? Das interessiert mich mal.
Symptom: Der Strahl ist gespalten oder zerstreut. Mögliche Ursache: Der Ermittler ist verschmutzt. Lösung: Reinigen Sie den Ermittler mit einem weichen, trockenen Tuch. Hinweis: Schalten Sie die Waffe vor der Reinigung unbedingt ab. Ja, das sollte man schon mal machen. Symptom: Die Überhitzungsanzeige blinkt. Mögliche Mögliche Ursache: Das Kühlsystem versagt. Lösung: Schalten Sie das Gerät sofort ab. Wenn das Warnlicht nicht innerhalb von 15 bis 30 Sekunden erlischt, nehmen Sie Deckung. Die Waffe könnte explodieren. Oh, das ist... Ach, da rechts, was man da so sieht, wa? Oder was ist das? Man kann die bloß, glaube ich, eine bestimmte Zeit benutzen, so wie das da aufgeführt wurde gerade. Ach, siehst du mal, wir können hier auch noch rüber. Aha. Na dann. Wir sind sogar richtig gelaufen. Naja, umso besser. Schrotgewehr ist voll. Hier ist nichts weiter. Vielleicht hätte ich die andere Waffe doch lieber mitnehmen sollen. Naja. So. So, wir sollten aber mal wieder wechseln. Da wir keine Munition mehr haben, großartig. Das gefällt mir hier so gar nicht. Ich glaube, hier war gerade was. Oh, ein bisschen Geld abheben. Oh, out of service, schade. Hm, der Panther und der Trixie zocken gerade Saints Row. Wow. Well. Lass mal deren ihren Spaß. Oh, ich habe mich gerade. Lieutenant Stoke sandte sie Sergeant Keegan hinterher, der mitten in einem Feuergefecht davon ging und verschwand. Er glaubt anscheinend, er folge einer Frau. Lieutenant Stokes hat sie angewiesen, einen Frachttunnel der Armanac zu suchen, der nach Still Island führen soll. Dort sollen sie Lieutenant Stokes und und Sergeant Morales treffen. Nicht Lieutenant Morales. Ja, gut. Ist ja auf einmal wieder heller hier. Wie kommt das denn? Was? Power Armor? Was? Du auch noch? Okay. Nee, du brauchst dich jetzt da auch nicht mehr verstecken. Also das Auto, das hättest du zulassen können. Davon kommen tust du eh nicht. Hier ist ja eh alles gesperrt und kaputt und ja, ne? So. Ja, du noch. Was? Nein. Power, 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 Power. Nein, da kann ich nicht rein. Oh. Scharfschützengewehr. Oh, nice. Was? Das hört sich nicht gut an. Ah, verfehlt. Ah, den haben wir noch getroffen. Wunderbar. So, nachladen. Noch irgendwo welche? Ja, da oben. Ducken.
Gibson. Oh. Oh, jetzt haben wir. Den haben wir auch getroffen. Gibt's da nicht? Da weichen die echt noch aus. Wo ist er hin? Oh, jetzt haben wir. Eieiei. Oh, die 5 Schüsse, die müssen wir uns jetzt aber aufsparen hier. Ich bin. Ja, siehst du? Ich bin da noch irgendwo so einer rumtanzt. Speichert das jetzt hier nach jedem Scharfschützen oder wie? Alles voll. Was haben wir hier? Ach, hier haben wir noch einen Laser. Nein, 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 nein. So nicht, Frank. Oh! Ja, warum nicht? Zack, 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 zack. Den haben wir erwischt. Okay, so. Waffen, Waffen, Waffen. Beziehungsweise Munition. Gut. Geht's hier rein? Ne. Oder? Ne, sah nur so aus. Okay. Ja. Ich glaube, wir müssen trotzdem hier lang. Das habe ich jetzt versäumt. Bisschen blöd gelaufen. Leertaste. So. Granate. Sollten wir bereithalten. Alter! Der ballert bloß immer drauf. Ey, was zieht denn das Zeug uns ab? Ist ja der absolute Hammer. Dann sollten wir mal schauen, dass wir. Na, so. Irgendetwas. Eine kleine Spritze reicht nicht ganz. Oh, das könnte unschön werden, jetzt hier die Stelle für uns. Der hat uns ja nur zerfetzt, der Typ. Boah. Also, das war jetzt echt ekelhaft. Der ist echt mal. Oh, hier haben wir eine. Wie kommen wir da hin? Haben wir wieder einen Injektor, den wir benutzen können, um die Zeit noch wieder ein wenig länger anzuhalten. Na, wunderschick. Du bist auch out of service, ne? Ja. Oh, hier kannst du noch nicht mal Geld abheben. So ein Dreck aber auch. Oh, ich will nicht weiter. Ist bestimmt nicht gut. Dux. Nee, wie ist der? Keegan. Ja, ist klar. Ist klar. Wir werden wohl große Umwege machen müssen, um Still Island zu erreichen. Die Brücke auf der Hauptstraße ist zerstört. Ja, wer hätte es gedacht? Ich nicht.
ist doch eigentlich alles sauber hier. Kann man sich doch nicht beschweren. Die Reinigung von der Stadt hat doch super Arbeit geleistet, oder nicht? Ich bin begeistert. Wieder mit dem Dings unterwegs. Zack. Ich wollte gerade sagen. Hallo. Jetzt. So, dann ballern wir uns mal. Wie können wir... Ach, Geber-Rakete abfeuern. Okay. Man sieht die kaum. Das Einzige, was man sieht, sind diese komischen Zeichen über den Kopf da. Genau diese da. Ah. Oh. Wir sollten aufpassen, dass wir da nicht zu viel abbekommen. Das könnte ziemlich ungesund für uns werden. Na komm, jetzt geh drauf. Oh, überhitzt, überhitzt, überhitzt. Gar nicht gut. Ja, jetzt komm. Ey, was die alles aushalten, die Typen. Nur um von solchen V-Wärmebildschirm. Oh, nice. So kannst du auf jeden Fall die Typen zuerst entdecken. Bevor sie dich entdecken, na gut. Bei deiner Größenordnung, sag ich mal, da ist das ein bisschen egal, da sieht man einen ja sofort. Ja, einfach mal hier so ein kleinen. Boah, der hat das echt überlebt. Normalerweise hast du da gar nicht die Chance dazu, sowas zu überleben. Oh. Irgendwie. Oh, verdammt, überhitzt. Weg, weg, weg. Wo kommen denn hier auf einmal alle her? Ist hier irgendwo ein Nest oder was? Ja, du stirbst jetzt schon am besten. So. Kommt noch irgendwo was? Was ist denn das? Das ist ein Typ, aber der scheint noch mehr oder weniger zu leben. Meine Güte. Oh Gott, das scheint einer von den Stärkeren zu sein, ja, wa? Wow. Ja? Na, das war wahrscheinlich ein größerer. Kommen wir hier irgendwo lang? Da, guck mal durch. Ja, jetzt. Ein paar Raketen da reinballern. Aber ich denke mal, das sollte es auch schon gewesen sein. Ne? Oh, nice. Hier gibt es wieder Kopfschmerzen. Wir kommen einfach nicht durch. Alles voller Trümmer. Wir sind wahrscheinlich nahe am Ausgangspunkt der Explosion. Ja. Das könnte möglich sein.